Okay. So, und es wird wieder so weg. Hallo. Schlimm, also wirklich schlimm heute. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Wenn ich eine neue Grafikkarte habe, dann verwende ich Nvidia. Ich glaube, die haben nachher ein Aufnahmeprogramm. Aber die kann man nur mit einem aktuellen Treiber haben und ich habe eine alte Grafikkarte, darauf geht es nicht. Oder wird noch nicht unterstützt. Ich könnte mit einem Livestream eigentlich aufnehmen, die ganze Zeit, also ich lade sie dann einfach bei YouTube hoch und ja. Hat dann ein Stückchen. Ja, mal schauen, wie Shadowplay oder irgendwie es heißt, also wie es das ist. Aber eben, zuerst muss ich mal eine neue Grafikkarte haben. Ich kaufe mir vielleicht eine günstige. Und hauptsache eine bessere. Mit 4 GB. Ich habe zwar auch 4, aber auf 4 Kerne verteilt. Das ist nicht gerade gut. Es ist um einiges besser, wenn es in einer Grafikkarte, in einem Chip drin ist. Und ja. Oh, ein Rarity Ring. Also Rarity erhöht die Qualität der gedroppten Gegenstände. Also wenn jetzt zum Beispiel ein weißes Item droppt ohne Rarity, dann droppt vielleicht mit Rarity ein blaues oder ein gelbes. Also recht nice, also es hilft uns viel weiter. Für mich ist das seit Diablo 2 eigentlich der wichtigste Stat in so einem Spiel, weil ich will auch etwas finden, oder? Finden erhöht die Motivation ungemein. Man muss ja auch etwas dagegen tun, damit man etwas findet. Und deshalb geht es völlig in Ordnung. Darum konzentriere ich mich hauptsächlich auf diesen Stat. Und ich bin manchmal stärker als andere Spieler ohne Rarity. Bin ich manchmal stärker, weil ich einfach alles so gut wie möglich mache. Und weiß, wie ich es gut machen kann. Und auch wenn ich 3% oder so verliere an Rarity, wenn es einen besseren Gegenstand gibt, ist der natürlich besser. Weil Rarity erhöht nicht die Survivability und auch nicht die den Schaden. Die Schnelligkeit auch nicht. Also, wenn es eine andere Seite, das fast gleich viel Rarity hat, besser ist, nehmt doch das. Aber Hauptsache, ihr habt genug Rarity. Können wir dann später sogar noch Games reintun, die dann die Rarity auch noch erhöhen. Und das ist extrem viel, also richtig genial. Schade, dass ich hier kein Quantity Game mehr habe, denn die droppen nicht mehr. Aber eben Standard habe ich den Game mehrmals. Das ist schon gut. Also wir werfen mal ein paar Bear Drops, damit ihr schauen könnt, wie die Falle so ist. Also ihr seht es, die werden festgenagelt und sie verlieren sogar noch ein bisschen an Leben durch die Blutungen. Okay.
okay, jetzt hatte ich mehrere Sekunden. 0 FPS. Nicht gut mit Flaps, nicht gut. Tut mir leid, dass ihr das ertragen müsst. Aber ich schaue, dass ich hier das Beste habe. Dass ich irgendwas Besseres finden kann. Und bis dann gibt es halt ab und zu ein paar Ruckle. Aber eben, ich habe 60 FPS momentan und das zeigt ja, dass mein PC nicht daran schuld ist, weil ich immer 60 FPS habe. Sogar in den wildesten Kämpfen habe ich 60 FPS. Das sagt schon etwas. So, den Boss von diesem Gebiet haben wir auch geschafft. Der hat Rain of Or Arrow, das ist recht stark. Da müsst ihr aufpassen. Gut. Das sind viele Bogenschützen hier. Aber wir haben es gut überstanden. So, jetzt kommen wir ins Gefängnis. Wo ist dieses Gefängnis? Komm. Komm zu Papa. Wo ist der Papa? Hier ist der Papa. Das ist jetzt das erste eigentlich relativ, ja, nicht gerade so schön anzuschauen, das Gebiet. Bisschen böse, bisschen blutig. Und das zeigt, dass Path of Exile halt relativ für Erwachsene, also ja, bisschen brutaler ist als jetzt zum Beispiel Diablo 3 oder so. Ich mag den Style. Auch wenn ich nicht so ein Horrorfilm-Fetischist bin und so. Kommt mal zu Papa. Reingelegt. So, komm. WP. Nein, zuerst kommt der Boss von diesem Gebiet. Und der kann vereisen, wie ihr seht. Er ist in alle rein getappt. Und, yeah! Eine Statue, die ist lustig. Eine Wand, das ist. Ach komm. Mi. Ich bin Fritz und ich bin scheiße. Ich bin eine Fail-Entwicklung von einem scheiß geldsüchtigen Anbieter. Entwickler. Ich bin so scheiße. Ich heiße Fritz und bin nur durch Werbung eigentlich bekannt geworden. Oh yeah, Fraps, I kill you. Ich zerlege dich in Einzelteile. Ich schicke ihn immer da und daraus macht er einen Mega-Hack. An die Entwickler, nur an die Entwickler. Nein, nein, Emodam ist korrekt, er macht keine Hacks. Ist nur ein guter Programmierer, der hat gesagt, dass er mir Hacks machen kann, damit ich andere YouTuber hacken kann. Ja, klar. Was würde ich das brauchen?
Ich will so viele möglich wie möglich YouTuber eigentlich helfen. Ich will sie ja jetzt nicht zerstören. Auch wenn sie von Ruhm nur noch blind sind oder so. Ich möchte natürlich YouTuber nie etwas Schaden zufügen. Nicht so wie andere. Also eine jetzt hat einfach mal ein paar Videos disliked und so. Aber eins finde ich cool an ihm. Er schaut die Videos. Er schaut sie immer sofort, wenn sie hochgeladen werden. Und wahrscheinlich hat er auch mich abonniert. Also der ist schon cool. Und wegen diesen kleinen Dislikes mache ich jetzt noch nichts. Aber eben, wenn er nicht aufhört, ich zeige ihn an. Ich sag's YouTube und dann wird sein Kanal gelöscht und seinen Server, wo er die ganze Zeit Werbung gemacht hat darüber. Also ich zeig's ihm schon, wenn er nicht aufhört, aber eben, es kümmert mich eigentlich sonst nicht. So. Aber eben, ich möchte die bestmögliche Qualität, ich möchte sehen, dass die YouTuber meine Videos mögen oder nicht mögen, aber nicht. Ich weiß nicht, was an Hating so cool ist. Einfach mal die Videos disliken, das geht nicht. Wenn, dann hab bitte eine Begründung. Und schreibt es auch. Wieso findet dieses Video schlecht? Was hat es für einen Grund? Ja, das ist mir schon wichtig. Ich will für alle meine Videos gut machen und so. Und setze mich dafür auch ein. Also ich werde alles tun, damit meine Videos gut werden. Ich lese alle Kommentare, die Verbesserungswünsche. Dass ich sowieso alle Kommentare lese, aber dass ich an denen auch antworte und ihnen sage, dass ich es machen werde und auch umsetzen werde und so.